Hallo, ich bin Christina und Koordinatorin hier im Greenpeace-Schiff Beluga 2. 1998 haben wir angefangen, Geschichte zu schreiben. Der Weltpark Antarktis wurde gegründet. Dieses Jahr sind wir wieder hier und wollen die Geschichte fortsetzen. Wir haben die Chance, das größte Meeresschutzgebiet der Welt in der Antarktis zu errichten. Kommt uns besuchen, seht atemberaubende Bilder aus der Antarktis und lernt unser Schiff kennen. Hallo, willkommen an Bord der Beluga 2. Ich bin Marco und ja, kommt einfach mit zum Bug. Wir sind jetzt hier am Bug der Beluga 2. Das ist ein Schiff, was nach den Vorgaben von Greenpeace in Auftrag gegeben wurde. Es lässt sich in Küstengewässern und auf Flüssen segeln. Und auf den Flüssen segeln zu können und unter die Brücken durchfahren zu können, können wir die Masten umlegen, die man dort sieht. Die werden umgeklappt. Und ja, weitere Informationen gibt es dann an der nächsten Station von Anneke. Hallo, ich bin Anneke. Ich befinde mich hier gerade auf der Ladeluke. Wir waren zum Beispiel schon im Sylter Außenriff mit der Beluga 2 aktiv und haben dort ein paar Steine hier eingeladen, die wir dann in die Nordsee geworfen haben, weil dort die Fischer mit ihren Schleppnetzen das Ökosystem zerstört haben. Genau, und jetzt geht's einmal vorne weiter bei Jan, der steht am Steuerstand. Moin, mein Name ist Jan und mein Lieblingsplatz an Bord ist der Steuerstand, weil ich von hier aus den kompletten Überblick über das Schiff habe. Außerdem habe ich immer unsere Weltkugel vor Augen, die uns daran erinnert, wessen Auftrag wir unterwegs sind, nämlich für die Erde. Und mehr gibt's jetzt von Rolf. Hallo, mein Name ist Rolf. Ich möchte euch was zu den Fundamenten von Greenpeace erzählen. Es gab einmal die Beluga 1 und die ist dann in die Jahre gekommen und steht jetzt das Mal in Wackersdorf. Dann gab es die Beluga 2, die ist aufgrund einer Erbschaft finanziert worden. Und diese Erbschaft haben wir Ilse Vorwand verdanken. Herzlich willkommen, ich bin Ingrid. Wir von Greenpeace waren im Januar und Februar und März in der Antarktis auf Expedition. Hier soll das größte Meeresschutzgebiet der Welt entstehen, von 1,8 Millionen Quadratkilometer Größe. Denn die Antarktis ist nicht nur durch den Klimawandel bedroht, sondern auch durch die industrielle Fischerei. Wie wir aktiv sind, erfahrt ihr jetzt von Tabea. Ich bin Tabea und ich bin hier auf unserem Schlauchboot. Das sind nämlich ganz wichtige Begleiter bei unseren gewaltfreien Projekten. Als internationale Umweltschutzorganisation wollen wir Dinge bewegen und deshalb brauchen wir auch deine Hilfe. Komm uns besuchen und erfahre etwas über das Leben an Bord eines Greenpeace-Schiffes und unterstütze uns dabei, das größte Meeresschutzgebiet der Welt in der Antarktis zu eröffnen.